Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz und in diesem Video, in dem dritten Video, zeige ich euch, wie man Linien auf die Canvas, auf die Leinwand setzt. Und dazu brauchen wir eine ganze Menge an Befehlen, wie ihr hier seht, nämlich genau 5 Stück. Als erstes muss man wissen, dass sämtliche Linien, die auf die Leinwand gezeichnet werden, dass die als Pfade gezeichnet werden. Das heißt, ich kann einen Pfad aus mehreren Punkten bestehen lassen, so, und habe einen Anfangspunkt vom Pfad und einen Endpunkt vom Pfad, so, und dazwischen kann der eben gezackt sein oder kann eine Kurve machen, also ein Kreischen und so weiter und so fort, so, und kann auch sogar aussetzen, unsichtbar sein, und diesen Pfad, den definiere ich zuerst. Also mit Begin Path lasse ich den beginnen, dann definiere ich den mit Move To, das ist einfach nur eine Bewegung ohne Zeichen, und mit Line To, das ist jetzt eine gerade Strecke, die damit definiert wird, und dann am Ende zeichne ich das, und zwar mit dem Befehl Stroke. Und dann muss ich das Ganze schließen. Also eigentlich müsste ich hier diesen Befehl, den Endpfad vom Programmiertechnischen hier unten hinsetzen. Ja, so. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also wir gehen in unser Programm hinein, so, und zeichne etwas. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Sachen. Und zwar muss ich hier wieder das Ganze upsala, das Ganze beziehen auf das Element der Leinwand, auf das ich dann wirklich zeichne, auf dieses Zeichenbrett. So, dem habe ich hier eben die Variable Brett gegeben. Das müsst ihr nicht so machen. Oftmals oder viele Programmierer benutzen den Begriff oder den Namen Kontext. So im englischen Kontext für Umgebung. So, das habe ich gesagt, nein, ich möchte das jetzt auf Deutsch machen. Wir haben schon so viele englische Sachen drin. Und im Prinzip ist ja dieser Kurs auch für meine Schüler gedacht. Die sind 4., 5., 6. Klasse. Und naja, da ist das Englisch eben auch noch nicht so ausgeprägt. Obwohl viele gut Englisch sprechen können. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Begin Path gebe ich ein. So, damit beginnen wir den Pfad. Dann gebe ich ein Brett. Move to. Und hier muss ich jetzt die Koordinaten eingeben, wo der beginnt. Und ich lasse den mal bei 200 Pixeln beginnen. So. Und dann mache ich Brett line to. Und sage ich mal, ich gehe mal auf 300 und 250 Pixel, dann Brett Line to auf 300 mal 100 und 150 Pixeln. So, dann mache ich vielleicht mal Move to 350 mal und 150 und dann nochmal an. So. Das müsst ihr jetzt nicht genauso abschreiben. Ne? Also da könnt ihr dann auch sagen, ich möchte jetzt hier was ganz anderes nehmen. Na, 400 mal 300. So. Damit haben wir das Ganze definiert. Jetzt mache ich den Stroke-Befehl. Stroke heißt einfach, dass er jetzt den Pfad zeichnet. Ne? Also wenn ich den nicht reinsetzen würde, würden wir gar nicht sehen auf der Leinwand. Ich muss also mit Stroke sagen, jetzt zeichne den bitte schön. So, und als letztes müssen wir den Pfad schließen. Und wenn ihr das nicht macht und dann weiterzeichnet, dann verbindet der euch den Pfad weiter. Und wenn ihr dann einen Stroke macht und vielleicht auch die Farbe wechselt, dann wechselt er auch die Farbe von dem gesamten Pfad vorher. Das zeige ich euch irgendwann mal, wenn wir dann mit dem Farbwechsel gemacht haben. Und
dann gibt es unerwünschte Zeicheneffekte einfach, ne? So, aber wir sind jetzt hier fertig. Ich habe den Pfad begonnen. Ich habe verschiedene Punkte definiert. Einmal eine Unterbrechung rein, dann habe ich ihn zeichnen lassen und ich schließe den Pfad und das war's dann auch schon. Und so. Und wenn ich jetzt hier in meine Canvas reingehe, lade das Programm, so. Und dann seht ihr, habe ich hier diese Linien. Und ja, sieht jetzt nicht toll aus, aber immerhin, ich habe was drauf gezeichnet. Ne? So, das macht man ja am Anfang immer so, dann freut man sich immer, dass alles geklappt hat. Gut, probiert ein bisschen damit herum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und ich zeige euch beim nächsten Mal, wie ihr die Linienfarben verändern könnt und auch die Liniendicke. Und ja, so. Gut, dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal.